Herzlich willkommen zur Top 100 Auszeichnung. Top 100 ist der führende Innovationswettbewerb für den deutschen Mittelstand. Die Corona-Krise war und ist immer noch ein besonderer Lackmustest. Wie reagieren Unternehmen, wenn plötzlich Selbstverständlichkeiten wegbrechen, wenn sich das Umfeld radikal ändert? Wahre Innovatoren verändern ständig, erfinden sich neu und stoßen dabei auf überraschende Lösungen. Die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen gehört seit langem zur DNA dieser Unternehmen. Und als Mentor von Top 100 weiß ich, dass diese Unternehmen mit großem Engagement Situationen aktiv gestalten. Während der Krise haben sie zum Beispiel Chancen erkannt und innovative Prozesse in Rekordzeit erarbeitet. Corona ist ein Lackmustest und vor allem Top 100 Unternehmen haben diesen Test hervorragend bestanden. Top 100 ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der das Innovationsmanagement eines Unternehmens auf wissenschaftlicher Basis untersucht und auszeichnet. Und diese ausgezeichneten Unternehmen sind ein Vorbild für andere. Bei Top 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt. Dominieren Routinen und Gewohnheiten? Oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, out of the box kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien und identifizieren auf diese Weise die innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Die Z-Laser GmbH ist beeindruckend innovativ. Das zeigt sich besonders bei der Außenorientierung des Unternehmens, also der bewussten Fokussierung auf externe Partner und Kunden. Glückwunsch an die Z-Laser GmbH zur Auszeichnung Top 100. Jedes Jahr, wenn ich mir die Unterlagen für den Wettbewerb anschaue, bin ich aufs Neue überrascht, wie viele tolle Unternehmen wir in Deutschland haben. Es sind kleine dabei, mittelgroße und zunehmend auch sehr viele mit digitaler Expertise. Das ist ein Schatz in Deutschland, um den uns viele andere Länder beneiden. Tatsächlich ist es auch so, dass wir als Redaktion viele Anregungen bekommen aus dem Teilnehmerkreis. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.